Was geht ab, Loco Club? Willkommen zu meinem ersten Video. Wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, habe ich heute ein Question and Answer mit mir selber vorbereitet. Und dafür gehe ich mal direkt in die Fragen rein. Let's go! Ja, fangen wir mal gleich mit was YouTube-mäßigem an. Und zwar ist hier die Frage, hast du feste Upload-Tage oder lädst du die Videos spontan hoch? Ich habe mir gedacht, samstags Videos abzuladen, momentan aber noch jede zweite Woche. Okay. Frage Nummer 2, was stellst du dir vor, für Videos hochzuladen? Auf der einen Seite möchte ich auch meine sportlichen Grenzen testen und mit euch teilen. Deswegen werden sicherlich einige Sportvideos kommen. Keine klassischen Fußball-Challenges, wie ich es mit den Potatoes mache. Das werde ich weiterhin mit denen machen. Gaming. Und als drittes würde ich auch ganz gerne ein bisschen mein Leben mit euch teilen. Euch zeigen, was ich einfach so mache. Ich bin bei dem Sommerurlaub. Da werde ich bestimmt viel filmen. Also nennen wir es mal Kategorie Vlogs im Groben und Ganzen. Nice. Ja, dann mal zu meiner Person selber. Ich wurde gefragt, wie alt bist du? Ich bin 22 Jahre alt. Die aufmerksamen Instagram-Follower unter euch werden es vielleicht auch schon gewusst haben, denn es steht auf meinem Profil. So, die nächste Frage. Hast du einen Job? Wenn ja, welchen? Ich bin momentan Student, studiere Informationswissenschaft und Sprachtechnologie. Fuck school! Fuck all this bullshit! What the fuck? What the fuck? Was man dazu noch sagen kann, zu meinem Studium arbeite ich gleichzeitig in einer studentischen Unternehmensberatung, um ein bisschen Cash zu verdienen, mir coole Sachen kaufen zu können. Alles, was man so braucht. Ja, und mal gucken, was durch YouTube so rausspringt. Zur nächsten Frage. Was hörst du so für Musik? Da gibt es jetzt eigentlich nichts, was ich sagen würde, nur genau das. Meistens höre ich einfach sehr spontan irgendwelche Songs. Entweder gefallen die mir oder gefallen mir nicht. Wenn die mir gefallen, gucke ich, was es von dem Künstler noch so gibt. Vielleicht gefallen mir noch andere Songs, vielleicht auch nicht. Also eigentlich kann man sagen, relativ querbeet. Das Einzige, was man ausschließen könnte, ist so Schlager, Volksmusik, alles, was in die Richtung geht. Deutschrap ist auch nicht so meins. Lieber schön auf Englisch. Ja. Nächste Frage. Was ist dein Traumjob? Das ist schwer zu beantworten. Ich habe eigentlich viele Sachen, die ich gerne mache, die ich auch gerne beruflich machen würde. Allerdings würde ich jetzt auf diese Frage einfach, um eine konkrete Antwort geben zu können, sagen, Schauspieler. Das fasziniert mich irgendwie momentan sehr. Man ist in verschiedenen Rollen drin, muss immer neue Sachen lernen. Nicht nur die Texte, man lernt einfach auch das Umfeld kennen, man lernt neue Sachen. Sprachen, Sportarten, alles drumherum. Man lernt viele Menschen kennen, ist viel auf der Welt unterwegs. Hoffentlich auch bei schönen Drehlocations. Ja, deswegen würde ich sagen, momentan ist es Schauspieler. Ja, gehen wir mal zum Essen. Ein bisschen verfressen ist jeder. Da habe ich die Frage gefunden, Pizza oder Döner? Eindeutig Pizza, das esse ich viel, viel öfter als Döner. Es ist nicht so, dass ich Döner nicht mag, aber ich finde, Döner ist einfach umständlich zu essen. Man hat immer dieses Brot und immer wenn man reinbeißt, quetscht es an allen Seiten raus und die Hände sind voller Fett. Und das ist für mich kein Genuss, wenn ich dabei so arbeiten muss, um dieses Essen essen zu können. Deswegen eindeutig Pizza. Ja. Nochmal zurück zu YouTube, damit es auch nicht ganz so langweilig wird. Wie bist du auf YouTube gekommen? Kleines Shoutout an Spidey Lukas, den kennt ihr bestimmt alle. Der hat mir gesagt, ja, mach deine eigenen Videos, wir werden eine ganz große Crew und alle YouTuber. So, dann hat mich die Frage erreicht, spielst du Fußball im Verein? Aktuell nicht. Ich habe allerdings von der D-Jugend bis zur A-Jugend immer im selben Verein gespielt. Dazu passt ganz gut die Frage, seit wann spielst du Fußball? Das kann ich ehrlich gesagt gar nicht genau beantworten. Wie gesagt, im Verein seit der D-Jugend, davor schon deutlich länger. Immer im Park mit Freunden gechillt, Fußball gespielt. Gibt eine kleine Geschichte, dass ich angeblich schon mit meinen Eltern, bevor ich laufen konnte, Fußball spielen wollte. Die haben mich dann in den Armen festgehalten. Ich bin da ein bisschen rumgetapselt und habe immer versucht, den Ball zu schießen. Also schon sehr lang. Ja, wenn wir schon mal beim Thema Fußball sind, Potatoes, das gehört ja irgendwie zusammen. Die Frage, machst du trotzdem noch mit den Potatoes Videos? Ungefähr so, ich habe es ein bisschen anders formuliert. Sicherlich mache ich noch weiter Videos mit den Potatoes, keine Frage. Wie schon gesagt, mein Upload-Tag soll Samstag sein, dann ist es genau zwischen den Videos von den Potatoes. Dann habt ihr keinen Tag, an dem euch langweilig ist, da fliegt was. Ja, was hat dich überzeugt, Fußball zu spielen? Viele Fußballfragen heute. Wie schon gesagt, ich habe schon gerne als kleines Kind Fußball gespielt und irgendwann, als ich dann auch wirklich richtig laufen konnte, ist mein Vater oft mit mir rausgegangen, in den nächsten Park, hat mit mir Fußball gespielt, mir alles beigebracht, was man so braucht, schießen, passen,
Ballannahmen, Dribbling. Also danke dafür. Noch eine Fußballfrage. Was magst du lieber, Fußball oder Football? Wie schon gesagt, Fußball ist irgendwie seit fast meinem ganzen Leben ein großer Bestandteil in meinem Leben. Und deswegen ist natürlich dafür die Faszination sehr groß. Ich gucke gerne Fußballspiele, spiele selber sehr gerne Fußball. Aber in den letzten Jahren interessiere ich mich auch immer mehr für Football. Angefangen als mit dem Super Bowl. Und irgendwann habe ich mir dann auch mal so die Playoff-Spiele angeguckt. Irgendwann angefangen, die Regular Season zu gucken. Und ja, Football macht einfach Spaß zu gucken. Das ist was ganz anderes. Viele andere Regeln, die man nicht erst auf den ersten Blick versteht. Aber wenn man einmal so den Durchblick hat, dann ist es eine echt sehr coole Sportart. Macht mir auch sehr Spaß, es selber zu spielen. Klar, nicht professionell, einfach ein paar Bälle werfen, fangen. Und ja, deswegen ist es halt einfach ein Kontrast zum Fußball und ich mag beides sehr gerne. Here comes the, y'all don't really Welcher ist dein Lieblingsfußballspieler? Und zwar der Spieler, der mich schon eigentlich seit Kindertagen in meiner Spielweise geprägt hat, zu dem ich immer aufgeblickt habe und der für mich ein sehr großes Vorbild war, ist der Tscheche Tomáš Rosický. Vielleicht kennt ihr ihn, vielleicht nicht. Mittlerweile ist seine Karriere wieder so mehr im Auslaufen, zurück in Tschechien. Daran habe ich sehr meine Spielweise orientiert, als ich angefangen habe, Fußball zu spielen. Wie ihr gerade schon gemerkt habt, zum Thema Tschechien. Die Frage, hast du ausländische Wurzeln? Ja, ich bin zur Hälfte Tscheche, viele wissen es, viele nicht. Jetzt wissen es alle hoffentlich. Ja. Zu meinen Haaren die Frage, machst du dir, wenn deine Haare wieder nachgewachsen sind, wieder einen Zopf oder nicht? Ich würde sagen, definitiv momentan erstmal nicht. Klar, ich fand es eigentlich ganz cool, lange Haare zu haben. Was anderes gewesen, was Neues ausprobiert. Ja. So, dann noch eine Frage, die ich eigentlich auch sehr cool fand, deswegen nehme ich die auf jeden Fall definitiv ins Video rein. Auf jeden Fall definitiv, ihr merkt schon, ich bin sehr überzeugt davon. Was und wieso würdest du mit nach draußen nehmen, wenn dein Haus, deine Wohnung, es ist eine Wohnung, brennt? Die Frage ist sehr schwierig. Ich glaube, ich würde mich für irgendwelche Dinge entscheiden, die keinen materiellen Wert für mich haben, sondern eher einen emotionalen Wert. Ja, noch eine weitere Frage, die ich auch sehr cool fand. Hast du bestimmte Reiseziele? In letzter Zeit war ich sehr oft unterwegs, hat mir auch sehr gut gefallen. Ich werde es auch definitiv weiter versuchen, so zu machen. Und ich würde sehr gerne mal nach Amerika, auch wenn da momentan mit der Regierung ein bisschen sehr viel Kasperei abgeht. Aber mal gucken, wie es sich entwickelt. Einfach irgendwie so viel wie möglich von der Welt sehen, ist eigentlich so mein generelles Ziel, würde ich sagen, dass man schöne Orte in seinem Leben besucht, das mit irgendwie den besonderen Menschen in seinem Leben teilt. Und ja, wie soll ich sagen? Ich will einfach so viel wie möglich sehen, viel unterwegs sein, nicht immer nur zu Hause rumhocken und YouTube-Videos drehen. Nein, Spaß beiseite, das macht mir auch sehr viel Spaß. Kommen wir jetzt mal zur Frage, die mir tatsächlich, glaube ich, echt am meisten gestellt wurde. Erstmal ein großes Dankeschön an euch, dass ihr überhaupt so viele Fragen gestellt habt, sonst wäre dieses Video gar nicht möglich gewesen. Dafür auf jeden Fall einen Daumen hoch für euch von mir. Wie bist du zu den Potatoes gekommen, beziehungsweise wie hast du Kontakt mit ihnen aufgebaut? Wir waren alle in derselben Schule, als es dann langsam Richtung Oberstufe ging, also so 10. Klasse, das ist gefühlte 7 Jahre her, 6 Jahre her. Ja, haben uns näher kennengelernt, hatten zusammen Kurse, fanden uns sympathisch, haben angefangen zusammen irgendwelche Sachen zu machen, in der Pause zu chillen, auch mal außerhalb der Schule irgendwas zu machen. Und so haben wir uns langsam immer mehr kennengelernt und sind zu so einer Clique geworden. Wer ist dein Lieblings-YouTuber bzw. YouTuberin? Um ehrlich zu sein, ich gucke eigentlich gar keinen anderen YouTuber außer die Potatoes. Das soll jetzt auch keine Werbung sein. Es ist tatsächlich einfach nur so, dass ich nicht viel auf YouTube unterwegs bin und mir dann die Videos angucke von Leuten, die ich kenne. Und das sind die Potatoes. Machst du auch mal FIFA Online-Videos? Ja, ihr merkt schon, ich wiederhole mich langsam. Und ja, es kann sein, dass ich FIFA Online-Videos mache. Das einzige Problem ist halt gerade, dass ich momentan kein PlayStation Plus habe. Soll ich mir mal wieder kaufen. Dann was ist dein Traumauto, falls du es noch nicht besitzt? Nein, ich besitze es noch nicht. Und um die Frage beantworten zu können, ich mag die Marke Aston Martin sehr gerne. Kommen wir noch einer zu sehr häufig gestellten Frage. Ich fasse es einfach mal grob zusammen. Viele haben es irgendwie gefragt, anders formuliert. Die Frage ist, wen magst du lieber? Lars, Lukas? Oder Marius. Wie ihr wisst, das sind alles meine Freunde. Das ist schwer zu beantworten, aber ich würde sagen, es ist. Halt, Moment, cut, 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 das können wir nicht reinnehmen. Nein, das hältst du nicht Schnauze! Ja, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Wie schon gesagt, schreibt in die Kommentare, was ich besser machen soll, was euch gefallen hat. Einfach um mir Feedback zu geben. Und ja, ich habe leider noch kein Outro, deswegen würde ich sagen, wir sehen uns nächstes Mal. Ich bin dann mal raus für heute. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mein erstes Video aufzunehmen. Wir sehen uns demnächst.